Dann finden wir mal raus, was wir machen können, damit dieser Dude nicht ständig kommt. Vielleicht irgendwas anstellen, wenn er nicht da ist? Ancora? Stupido mazzo idiota! Ach ja. Das Paarungslied der Schrottkrabben. Ob ich das für irgendwas brauche? Oder... Nee. Was ist eigentlich mit diesen Rohren? Damit kann ich irgendwas tun. Das ist mir beim ersten Mal, glaube ich, nicht aufgefallen. Noch ein neuer Airbag. Wie viele Ersatz-Airbags hat Doc denn nur auf Lager? Muss ich vielleicht irgendwas mit diesem Airbag anstellen? Na? Will ja nicht immer funktionieren, ne? Kann ich da Lust in das Nest reinschütten? Über der Idee sollte ich wohl noch etwas länger brüten. Nein. Hallo, wollt ihr ein paar Erdnüsse haben? Ich schmeiße nie etwas weg, bevor ich nicht mindestens einmal reingebissen habe. Das ist mein kleiner Beitrag, um diesen Planeten sauber zu halten. Schade. Ich schmeiße nie etwas weg, das ist mein... Ich hätte schon fast was. Das wollte ich nicht. Ich schmeiße nie. Das ist mein. Ich muss doch bestimmt irgendwas mit diesen Krabben machen. Kann ich die mit dem Eimer? Ich schmeiße nie etwas. Das ist mein. Nein. Was könnte man denn noch probieren? Hat der Partikel irgendwas Neues zu sagen? Was? Wo? Kuckuck, verschwinde. Warte mal, was ist denn das? Haha. Wir sehen uns. Sprich nur für dich. Da hat es auf jeden Fall nichts Neues zu sagen. Das rote Rohr führt in Richtung Klein-Venedig, das grüne ins Herz des Industriegebietes und das gelbe in diese dunkle Gasse da. Vielleicht das gelbe und das rote, aber das war doch eben so, oder? Können wir vielleicht irgendwas mit dieser Nase machen? Sie anstecken mit diesen keimverseuchten Erdnüssen vielleicht. Oh, ja. Sie hat krank gemacht, arme Näschen. Aber jetzt können wir uns hier umschauen. Eine Harke, die könnte nützlich werden. Dann nehmen wir sie mit und wir laufen bestimmt dicht dagegen oder so. Au. Wie können wir die denn nehmen? Vielleicht den Eimer als Schutz? Nee. Au. Schade. Aber wir kommen hier nicht hin. Na super. Noch mehr drin. Au.
Hier ist nichts außer Vogeldreck. Und davon gibt's genug bei Boso an Deck. Deswegen hätte ich nicht herkommen müssen. Das können wir nicht fokussieren? Keine Ahnung, wir gehen mal hier. Wir gehen nach links und nach rechts zu. Hey, Finger weg von dem Baum! Okay. Was? Das waren nicht die Finger. So, weil ich es mit den Füßen knapp habe. Siehst du? Hier, Füße. Zack. Ach komm schon, das war lustig. Autsch. Was ist passiert? Warum fühlt sich mein Rücken plötzlich so an? Als hätte jemand mit einer rostigen Harke das Wort Rache hineingeritzt. Na, muss der Stress sein. Vermutlich. Was passiert, wenn wir wieder zurückkehren? Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich da hingekommen bin. So. Ob der gut auf uns zu sprechen? Was passiert, wenn wir so machen? Hey, Finger weg von dem Baum! Okay, das muss ich jetzt mal. Alles klar. Hi. Willst du mit uns reden? Freunde? Nein. Ja, ich hab's nicht, glaube ich, ein bisschen falsch. Ich habe nicht mal mehr seine Antwort mitbekommen. Oh, der hat was Neues gesagt. Ups, das wusste ich nicht. Dann halt nicht. Oh, hallo. Das ist so erbärmlich. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ich probier's mal mit Lachen. Ach ja, gute Entscheidung. Hey! Finger weg! Wenn du jemanden suchst, der zu viel Krams hat, dann geh zu Seagull. Ich habe ausschließlich Sachen, die ich wirklich brauche. Wie eine Zeichnung von einer Zahnbürste, ohne eine echte zu haben? Hey! Ich habe auch... Können wir Zucker drüber streuen? Hey! Ich habe... Nein. Oh, das ist so erbärmlich. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ich probier's mal mit Lachen. Ja. Hey! Finger weg! Wenn du jemanden suchst, der zu viel Krams hat, dann geh zu Seagull. Ich habe ausschließlich Sachen, die ich wirklich brauche. Das ist so erbärmlich. Ich weiß, ich probiere. Ich glaube, der sagt das jedes Mal. Hey, wenn Und du der ich sagt habe das ausschließlich. Jedes Mal zu Sachen, die ich nehmen will, oder? Das ist die Asche meiner armen Mutter. Ich dachte, du hast hier nur das Nötigste. Und das erscheint nicht unbedingt lebensnotwendig. Ich sagte, Finger weg! Warum sagen das immer alle? Das ist so... Ich weiß, ich probier's. Ich sollte auch keinen Rechtsklick machen. Und was ist das hier? Das ist die Asche meiner armen Mutter. Ich bewahre sie als Erinnerung. Woran kann ein Kübel Asche schon groß erinnern? Zum Beispiel daran, dass man Feuerschnabeltiere nicht mit Trockenfutter füttert. Oh. Ah ja, gut, dass ich es gut. Das ist so. Hey! Finger! Wenn du jemanden suchst, der. Ich habe. Mhm. Hey! Wenn du je. Ich habe. Wollen wir mal regen Krane, der. Wenn man nicht ganz dicht ist, muss man eben dichter werden. Badumts. Klopf, klopf. Was bist du denn für einer? Man nennt mich Rufus. Ja. Man nennt mich Rufus. Ich heiße Crane. Aber alle hier nennen mich nur den Dichter. Wer nennt dich so? Ich höre das zum ersten Mal. Wahrscheinlich verkehrst du in den falschen Kreisen. Wenn du damit die Kreise außerhalb deines Egos meinst, dann ja. Die meine ich.
Deine Wohnung kommt mir sehr spartanisch vor. Ich habe alles, was ich brauche. Außer einem Innenausstatter. Nee. Kennst du Captain Seagull? Du meinst den Idioten, der in der Villa über mir wohnt? Hör auf mit dem! Warum? Was ist mit ihm? Kann ich mir ein paar von deinen Sachen ausborgen? Nein! Wenn du jemanden suchst, der zu viel Krams hat, dann geh zu Seagull. Ich habe ausschließlich Sachen, die ich wirklich brauche. Du bist echt eine arme Sau. Aber reich im Geist. Ist doch dasselbe. Der Organon plant, Deponia zu sprengen. Ha! Typisch! Die da oben machen doch, was sie wollen. Hast du mir zugehört? Sie wollen Deponia sprengen. Niemand wird das überleben. Willst du nicht irgendwas dagegen unternehmen? Aber doch. Ich werde ein zynisches Gedicht schreiben. Ich nenne es... Sie halten sich für etwas Besseres. Und dieses Gedicht soll dann die Massen zum Widerstand aufwiegeln? Aber nicht doch. Die Massen sind viel zu blöd für meine intellektuellen Höhenflüge. Ah ja. Mach's gut. Genau. Lass mich allein. Ist ja schon gut. Die sind ja alle wahnsinnig freundlich. Können wir jetzt ein Haus? Ich meine, wir sind Best Friends und so. Warum es nicht gehen sollte. Ah, bist du dieser Seagull? Was für ein Schuppen. Haben Sie schon mal etwas vom Anklopfen gehört? Natürlich. Aber das neue Album ist mir zu kommerziell. Was haben Sie überhaupt hier verloren? Haben Sie sich wenigstens die Schuhe abgewischt? Das letzte Mal zu meinem 8. Geburtstag. Damals hat mich mein Dad? Rufus? Dad, du bist Captain Seagull. Ich... Die Schuhe, Rufus. Oh. Entschuldigung, Sir. Das kam jetzt unerwartet, dass das sein Vater ist. Wow, Dad! Das ist echt voll die geile Hammer-Location. Und ein Fußabtreter aus echtem Wombat. Respekt. Fußabtreter? Ja, er hing gleich neben der Tür. Das war mein Sonntagsmantel. Oh, hör mal, Rufus, ich hab zu tun. Sag mir einfach, was dich hertreibt. Und dann geh wieder spielen, okay? Ja, wir haben einiges zu klären, ne? Würde ich mal sagen. Freust du dich denn gar nicht, mich zu sehen? Ja, aber natürlich freue ich mich. Ich hab nur gerade viel zu tun. Wenn du artig bist und deinen alten Mann seine Arbeit machen lässt, dann können wir ja später noch Möwen füttern gehen. Möwen füttern? Na hör mal, ich habe wichtige Sachen zu erledigen. Dann macht es dir ja nichts aus, wenn ich mich erst später um dich kümmere, okay? Später, später. Das sagst du immer. Ich dachte, du seist auf Elysium. Elysium? Ja, Elysium halt. Du hast mich verlassen, um nach Elysium zu gehen. Daran wirst du dich doch wohl noch erinnern. Ach so, ja. Ja, und wie ich mich erinnere. Was hatte ich mir nur dabei gedacht? Wo doch jeder weiß, dass es unmöglich ist, von Deponia zu entkommen. Ich war schon ein verrückter Hund damals. Ich wollte nach den Sternen greifen. Heute weiß ich, dass es sich nicht lohnt, irgendwelchen Verrücktheiten hinterherzujagen. Wenn du erst einmal so alt bist wie dein Vater, wirst du das sicher auch verstehen. Das kannst du voll knicken. Ich werde niemals so alt werden wie du, Versager. Du hast deinen Namen geändert? Es hat bestimmt nichts mit dir zu tun. Erzähl bitte trotzdem nicht überall rum, dass du mein Sohn bist, okay? Oh, er hat uns voll lieb. Wie redest du denn mit mir? Falls es dir nicht aufgefallen ist, ich bin kein Kind mehr. Ach, du bist jetzt erwachsen. Ja, also richtig mit Haus und geregeltem Einkommen? Also nicht. Ich bin Bastler. Ich hatte sogar eine richtige Werkstatt in Kuwak. Du meinst doch nicht etwa die Spielzeugwerkbank, die ich dir als Kind geschenkt habe? Ich bin immer noch erwachsener als wie du. So, bäh. Als wie du, richtig. Willst du denn gar nicht wissen, was ich in der ganzen Zeit so alles erlebt habe? Hast du etwa schon wieder irgendwelches Chaos angerichtet? Was ist es denn diesmal? Hast du etwas in Brand gesteckt? Irgendwas gestohlen? Fremdes Eigentum zerstört? Ja, das muss man im Kontext sehen. Ich muss den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Und was treibst du denn hier auf dem schwimmenden Schwarzmarkt? Der Organon ist weit weg. Und wenn hier irgendetwas explodiert, dann wahrscheinlich deinetwegen. Du verstehst das nicht. Ach nein. Wann hat der Organon denn bitteschön jemals etwas in die Luft gesprengt? Ja, bis jetzt vielleicht noch nicht, aber... Und wie viele Explosionen hast du diesen Monat schon verursacht? Pff.
So still plötzlich. Ich zähle noch. Ich muss mich um meine elysianische Freundin kümmern. Natürlich musst du das. Wie hieß sie gleich? Babsi Boo? Nicht Babsi Boo. Eine echte Elysianerin. Ihr Name ist Goal. Moment mal. Ist das dein Ernst? Erstaunst du, was? Du lernst eine Elysianerin kennen und bringst sie hierher? Hab ich dir denn gar nichts beigebracht? Nein, du warst super. Du hast sie doch nicht etwa allein gelassen. Oder? Keine Panik. Sie ist gut aufgehoben. Sie sitzt unten in Gullivers Hafenspelunke. Okay. Ich habe scheinbar versäumt, dir ein paar wichtige Sachen beizubringen. Oh, Dad. Muss das sein? Ich weiß Bescheid über die Bienen und die Blumen. Naja, ich habe ein paar Defizite bei dieser ganzen Pollensache. Aber im Wabenbauen bin ich ein echter Pro, wenn du weißt, was ich meine. Zum Glück nicht. Aber das war eh nicht das Thema. Worauf ich hinaus wollte, war, dass du offenbar nie gelernt hast, wie man eine Lady behandelt. Hast du sie denn schon zum Essen eingeladen? Oh, es gab da eine Schale mit Erdnüssen. Ich meine ein Date, Rufus. Ein romantisches Date. Das einzige Restaurant, das in Frage käme, wäre Chez Schlumpi. Da gibt es zumindest einen exklusiven Ausblick. Leider stehen da nur Schnabeltiergerichte auf der Karte. Was ist denn so verkehrt an Schnabeltier? Es ist ordinär. Es lebt im Treibgut und ernährt sich von Essensresten. Es könnte das Wappentier von Deponia sein. Nein, Schnabeltiergerichte würden sie nur daran erinnern, dass sie sich in der Provinz befindet. Du musst dafür sorgen, dass Schnabeltiere ganz von Schlumpis Karte verschwinden. Schaffst du das? Ein Klacks für einen Romantiker wie mich. Wenn du soweit bist, kannst du auf meinen Namen einen Tisch reservieren. Aber erst dann. Verstehst du? Ah, das klingt nach viel Arbeit. Toll. Ich dachte, er gibt uns einen Tipp, wie wir sie schnell bekommen. Jetzt müssen wir ja noch mehr Arbeit reinstecken. Danke, Dad. Ich hab dir noch lange nicht alles erzählt. Oh je. Rufus, was hast du denn noch alles ausgefressen? Ich stehe kurz davor, nach Elysium zu gehen. Viel Glück. Ich meine es ernst. Ich gehe nach Elysium. Ach, komm schon, Rufus. Es ist ja rührend, dass du in meine Fußstapfen treten willst. Aber musst du dabei wirklich jeden einzelnen Scheißhaufen mitnehmen? Nicht jeden. Ich würde zum Beispiel niemals meinen 8-jährigen Sohn zurücklassen. Ach. Du würdest ihn mitnehmen. Das würde ich. Wenn er nach dir schlägt, hoffe ich, du hast Schaufel und Beutelchen dabei. Ich erzähl's dir irgendwann. Ein guter Plan. Ich kontaktiere derweil meinen Rechtsschutzberater. Alles klar. Was genau arbeitest du denn da? Ich muss Anweisungen an meine Bediensteten schreiben. Und das soll wichtiger sein, als sich mit seinem Sohn zu unterhalten. Wir haben uns seit Jahren nicht gesehen. Ach. Und jetzt kommt es plötzlich auf jede Sekunde an? Ich trage Verantwortung für dieses Haus und seine Bediensteten. Ich habe auch verantwortungsvolle Dinge zu tun. Ich muss die Welt retten. Und warum lungerst du dann hier noch rum? Muss ich denn immer noch hinter dir stehen, damit du deine Aufgaben erfüllst? Wegen des Dates. Nun druckst nicht so herum und mach dich gerade, Junge. Was willst du wissen? Was muss ich gleich tun, damit du mich einen Tisch reservieren lässt? Die Schnabeltiergerichte müssen von der Karte verschwinden. Und wie du das anstellst, ist mir egal. Deal. Versprich mir nur, dass niemand dabei zu Schaden kommt. Zu spät. Ich habe bereits Deal gesagt. Wollte gerade sagen. Nicht weglaufen. Ich bin bald zurück. Vergiss den Spruch. Er zieht nicht mal bei 8-Jährigen. Okay. Von wegen Luxusvilla. Hier wuchert ja bereits das Unkraut. Das sind Blumen, Rufus. Die lasse ich mir als Schmuck aus dem Garten bringen. Dieses hässliche Gemüse? Sie könnten tatsächlich mal wieder etwas Wasser vertragen. Ich brauche Wasser für die Blumen. Das schreibst du auf deinen Tisch? So. Hier, Rufus. Sei so gut und bring dieses Memo zum Bedienstetenbriefkasten. Für wen hält er sich? Für mein... Egal. Ich bin auf jeden Fall nicht sein Laufbursche. Aber er nimmt's trotzdem mit. Ah ja. Geheimtüren in Bücherregalen Volume 1. Geheimtüren in Bücherregalen Volume 2. Puh, diese Bibliothek ist die reinste Platzverschwendung. Als echter Gentleman lese ich viel. Als echter Blablabla. Das ändert nichts daran, dass das Regal groß und hässlich ist. Außerdem ist es hier viel zu dunkel zum Lesen. Das stimmt wohl. Ich sollte mir bei Gelegenheit einen neuen Kristallkronleuchter leisten. Aber vorerst werden es wohl auch ein paar Kerzen tun. Ich brauche
Kerzen. So. Ah, vielleicht kriegen wir so neue Sachen, anstatt es ihm zu geben. Das hier springt ins Auge. Geheimtüren in Bücherregalen für Dummies. Ziehen Sie an dem Buch mit dem Titel Hier ziehen für Geheimtür. Na, wer hätte das gedacht? Ach, das Buch haben wir gar nicht im Inventar. Ziehen Sie an dem Buch mit dem Titel Hier ziehen für Geheimtür. Na, wer hätte das gedacht? Ah, hier. Hier ziehen für Geheimtür. Gar kein schlechter Titel für ein Buch. Wir gucken uns vorher noch um. Wir haben noch das Goldfischglas und das Fenster und dann. Von wegen Luxusvilla. Hier haben sich sogar schon Parasiten eingenistet. Das ist mein Aquarium. Ich sammle seltene Zierfische. Selten dämliche vielleicht. Und mickrig sind sie auch noch. Ich müsste sie tatsächlich mal wieder füttern. Ich brauche Brotkrumen. So. So kriegen wir das Brot von dem Dude, glaube ich, hoffe ich. Vielleicht. Eventuell. Ich weiß zwar nicht, warum wir eine Angel brauchen, aber aus irgendeinem Grund wollen wir uns eine Angel zusammen basteln. Finger weg von den Zierfischen! Ich wollte sie nur mal streicheln. Ich sagte nein. Ach, Menno. Langweilig. Von wegen Luxusvilla. Hier ist ja die ganze Wand offen. Das nennt man Panoramafenster, Rufus. So habe ich immer den gesamten Schwarzmarkt im Blick. Dafür zieht es wie Tigerfischsuppe. Das sollte die Bodenheizung eigentlich ausgleichen. Ich brauche Kohle. So. Kannst du eigentlich gar nichts alleine erledigen? Dafür habe ich meine Bediensteten. Wischen die dir auch den Hintern ab? Oh, da bringst du mich auf eine Idee. Jetzt hör doch mal auf zu kitzeln. Sag mal, Klopfer. Merkst du gar nicht, dass dir das überhaupt keine Zeit spart? Im Gegenteil, du bist die ganze Zeit nur am Nachrichtenschreiben. Nicht in diesem Ton, junger Mann. Entschuldigung, Sir. Na toll, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich gleich schreiben? Ah, ich hab's. Ich brauche den Faden. Cool, damit haben wir jetzt alles zusammen. Haben wir uns hier umgeguckt, hier geht's raus. Also ziehen wir jetzt mal hier dran. Was soll schon passieren? Aha, als ob das mich merkt. Oder mir ist es egal. Oder beides. Flusensieb? Was ist das? Doch nicht etwa ein Flusensieb? Doch. Oh, das können wir nicht mitnehmen. Schade. Ich habe eigentlich keine Beziehung zu Putzwerkzeugen. Andererseits mag ich kleine technische Gadgets, die mehr Lärm machen als nötig. Nehmen wir mit. Und hoch da. Die haben das Wort Windhose wohl ein bisschen zu ernst genommen. Öse. Was für ein bescheuertes Wort. Öse. Ah, hier müssen wir vielleicht den Faden durchmachen. Willkommen beim Phlagomat. Für Halbmast hier menschliche Asche einfüllen. Praktisch. Ah, wir brauchen die Asche noch. Das hier ist der höchste Punkt der Insel. Und was machen Sie daraus? Sie stellen Ihren schlechten Modegeschmack zur Schau. Aber wie komme ich an Asche? Der hat jetzt nichts von Asche aufgenommen. Ich würde locker rankommen. Aber solange sie mir nicht wenigstens ein bisschen entgegenkommt, sehe ich das gar nicht ein. Wie komme ich denn... Was haben wir? Faden, Kohle, Brot, Kerzen, Wasser. Dann fehlt jetzt nur noch Asche. Wie kommen wir denn an Asche? Vielleicht finden wir mit ihm... Nee, wir haben doch gerade mit ihm geredet. Hey, Dad! Och, was ist denn jetzt schon wieder? Siehst du nicht, dass dein alter Mann zu tun hat? Nein. Nicht weglaufen. Ich bin bald zurück. Vergiss den Spruch. Er zieht nicht mal bei 8-Jährigen. Wie komme ich denn an Asche? Asche, Asche... Keine Ahnung. Dann gehen wir mal. Dann gehen wir mal hier lang. Oh! Ah, hier ist das Restaurant. Und da ist noch ein Ei.
Meine Güte, so viele Eier. Die große Schnabeltierfibel, dritte Auflage. Finger weg! Die Fibel ist nur für Mitglieder des Schnabeltierclubs. Auch wenn sich alles in mir sträubt, diese Frage zu stellen. Wie kann ich gleich Mitglied im Schnabeltierclub werden? Ganz einfach. Ich habe Probemitgliedsausweise in den Glückskeksen des Restaurants versteckt. Was mal wieder beweist, dass Glück ein sehr subjektiver Begriff ist. Wir reden mit dir gleich. Ich gucke schon. Schnabeltier, Schnabeltier, ich wünschte, ich wäre heute bei dir. Bei dieser Kurbelrolle ohne Kurbel fehlt etwas. Aber was? Eine Kurve. Ich rühre grundsätzlich nicht. Oh, eine Klingel. Klingeling. Einen Augenblick bitte. Bin sofort bei Ihnen. Was zur Hölle? Ginos, Abrexidur, Dumidon, Abrex, Aradur, Extra Käse. Ja, verstehe ich. Eigentlich ganz nett hier. Da bin ich endlich. Entschuldigen Sie, dass es etwas gedauert hat. Kein Problem. Was kann ich denn für Sie tun? Also, Extra Käse hat mich überzeugt. Hier ist ein richtig guter Platz, um mit Gold essen zu gehen. Was haben Sie denn so im Angebot? Nun, für das Restaurant gilt die Abendkarte. Hier am Takeaway-Schalter servieren wir hauptsächlich Schnabeltierburger. Ich hoffe, die sind nicht zu fettig. Ich will ja nicht meinen Astralkörper ruinieren. Oh, da werde ich lieber noch einmal nachfragen. Oh, großer Weiser McCulo! Ravanek-Cha, Ravanek-Kam-Cha, Ur-Bodenhaltung. Ah ja. Unsere Geschäftsführung möchte Ihnen versichern, dass wir für unsere Produkte ausschließlich die besten Zutaten verwenden. Und die wertvollen Vitamine stammen allesamt aus freilaufenden Salatblättern. Suchen Sie sich einfach etwas vom Menüplan aus. Sie können aus 3 Menüs wählen. Außerdem können Sie Ihre Auswahl noch verändern. Es steht alles auf dem Plan. Ah ja, wie liegt dieses Schnabeltier da oben eigentlich? Ist es auf der Suche nach freilaufenden Salatblättern? Ich würde gerne etwas zum Mitnehmen bestellen. Aber gerne doch. Suchen Sie sich einfach etwas vom Menüplan aus. Es gibt Menü 1, Menü 2, Menü 3. Geht das nicht? Schließe ich das denn ab? Ist das Ihre Bestellung? Ja, wieso? Ah. Naja, haben Sie überhaupt genug Geld dabei? Ich meine, so wie Sie rumlaufen? Nein, stimmt. Sorry, mein Fehler. Aber irgendwie müssen wir an diese Glückskekse kommen. Hier gibt es scheinbar nur Gerichte, die aus Schnabeltieren zubereitet sind. Das wird Lady Goal gar nicht gefallen. Warte, wir sind noch gar nicht fertig mit dem Zug. Ja.
Einen Augenblick bitte. Was kann ich denn für Sie tun? Romantisch haben Sie es hier. Finden Sie? Und ob? Aussicht, die Altstadt, fehlen nur noch die spielenden Kinder. Oh, einen Augenblick. Was gut ist. Ich glaube, er hat uns durchschaut. Ihm sind die fehlenden Kinder aufgefallen. Orum Deus Satina. Murmel, Schnurmel, schnappel die Faust. Also manchmal machst du mir richtig Angst und nur das findest du nicht. Warum wohl? Da bin ich wieder. Kann ich noch etwas für Sie tun? Was hat es mit diesen Glückskeksen auf sich? Da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Kein Problem. Das Opfer jagt nach den Glückskeksen, oh Herr. Major Anzusex Hadino Muror Vidaduna Laparios Lomentur. Knechtet die Sterblichen. Genau. Schaut wieder zurück. Es handelt sich um eine kleine Aufmerksamkeit unseres Hauses. Wenn Sie Glück haben, gewinnen Sie sogar eine Probemitgliedschaft im Schnabeltier-Club. Hurra! Aber wenn es eine Aufmerksamkeit vom Haus ist, warum muss ich dann dafür bezahlen? Ich hätte gerne einen Tisch für zwei Personen reserviert. Für zwei? Einen Moment. Ich glaube, wir haben ein zweites Opfer. Wie soll ich vorgehen? Ordo nominem Hassur Modena Confuginos Lyomon Fadamon Vorbestellung. Oh, na, dann sag ich immer so. Hier ist der Kunde wirklich noch König. Wir können leider für heute keine Reservierungen mehr annehmen. Der einzige freie Tisch ist für Stammkunden reserviert. Gibt's denn gar nichts außer Schnabeltieren auf Ihrer Abendkarte? Da muss ich kurz nachsehen. Warten Sie bitte einen Augenblick, ja? Der Herr der Finster, das muss ich auch denken, so nervt mich. Nach der Abendkarte, was sage ich Ihnen denn jetzt? Honesto Minen, Holidur, Olos Verito. Verstehe. Nein, es tut mir leid. Solange wir noch einen gesicherten Nachschub haben, werden all unsere Speisen aus Schnabeltieren hergestellt. Das bedeutet, wir müssen den Vorrat irgendwie kappen. Für mich erstmal gar nichts. Wie Sie wünschen. Alles klar? Ich habe alles versucht, oh Namenloser. Er wollte sich einfach nicht auf die Falltür stellen. Noctus Oren. Ja, ich glaube auch, dass er wiederkommt. Ein guter Service. Ja. Gut. Würde mich interessieren, ob der wirklich irgendwas sagt, irgendwas Sinnvolles, oder ob das einfach nur irgendwas Ausgedachtes ist. Also keine Ahnung. Okay. Könnte ja sein, dass es gerade oder Teil oder so ist. Ich kann ja leider. So sehr ich Fachidioten auch verabscheue, der Hut ist irgendwie lässig.